Die Vertikel im Dickdarm an für sich sind keine Krankheit, aber wenn sie sich entzünden, dann wird eine Behandlung notwendig. Die Vertikelkrankheit ist, wenn im Dickdarm kleine Aussackungen auftreten, die meistens im Zusammenhang mit chronischer Verstopfung sich ergeben. Dass die Vertikel da sind, ist eigentlich kein größeres Problem, solange sie sich nicht entzünden. Wenn sich die Vertikel entzünden, nennt sich das Divertikulitis. Und das ist wiederum eine Krankheit, die braucht eine besondere Behandlung. Die Symptome einer Divertikelkrankheit im Sinne einer akuten Divertikulitis sind eigentlich hauptsächlich Bauchschmerzen im Unterbauch, oftmals mehr auf der linken Seite. Dazu kommt dann auch meistens ein bisschen Durchfall und vor allem auch Fieber. Also wenn man diese Symptome hat, muss man auf alle Fälle sich entweder in einer Notaufnahme oder bei seinem Arzt vorstellen. Die Behandlung einer Divertikulitis hängt davon ab, wenn es der akute Schub ist, dann braucht der Patient Antibiotika, braucht eine spezielle Ernährung, hauptsächlich Flüssiges, braucht oftmals Bettruhe, Schmerzmittel und muss eben auch ärztlich überwacht werden. Warum? Weil eine Divertikulitis, also diese Divertikel können aufplatzen, es kann zu einer Bauchfellentzündung, zu einer Peritonitis kommen und das ist lebensgefährlich, da brauchen Sie schnell ärztliche Hilfe. Ansonsten, wenn eine akute Divertikulitis abheilt, aber der Patient nachher immer noch Probleme hat, dann kann es auch notwendig sein, eine chirurgische Behandlung durchzuführen, das heißt, das erkrankte Segment des Dickdarms zu entfernen.